Zollert, genau hier waren wir stehen geblieben. Wie, der hat mich gerettet. Nee, jetzt. Warum ist das jetzt im Menü? Ich hab nichts gedruckt. Wir haben ein Paket auf D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Pavel, du Arsch. Fick dich, Gorik. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Dazu, wenn du hier rauskommst, dann... Sondern lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Okay, habe ich aber Waffen? Nein, ist ja klar. Ich soll da jetzt rein. Fuck. Ich wünsche dir viel Glück. Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssen wir nur einmal aufhören. Achtung!
Kein Außergeneral. Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner gegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entdecken. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, was ist. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitzky ihm von B6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Das ist gut. Fuck. Geil, ich habe meine komplette Ausrüstung wieder. Wie geil ist das denn? Da muss doch auch andere sein. Na, nicht. Oh, scheiße. Ich habe eh nur für 2 Minuten Luft. Ja, geil. 6 Minuten. Und nimm mal das Ding mit. Frag mich, wo ich die ganzen Schlüssel und so finde. Ich habe da bis jetzt irgendwie noch nie was gefunden. Ist dir das leid? Auch nix. Gut. Jetzt haben wir alles. Wir sind hier, wie es ausschaut. Leute, jetzt habe ich ja, eigentlich war dieser Part nur dafür gedacht, um die kaputte Szene zu zeigen, die ich aus Versehen abgebrochen hatte. Jetzt haben wir sie auch gesehen, jetzt wissen wir auch sehr, sehr Wichtiges. Der Schwarze ist eigentlich für mich kein Feind gewesen, der hat mich gerettet, schon in meiner Kindheit für den Angriff, weil Vitali und der eine, ich habe vergessen seinen Namen, die sind jetzt Sergei, glaube ich, oder irgendwie so. Die sind ja damals gestorben, als die 3 Kinder, also wir hochgegangen sind und nur ich habe überlebt und anscheinend lag das daran, dass mich der Schwarze gerettet hat.
Und das macht die ganze Sache natürlich viel interessanter. Doch, wir sehen das Ganze im nächsten Part. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und im nächsten Part geht es dann wieder natürlich fleißig weiter. Oh, guck, wir haben noch was gefunden, bevor ich hier rausgegangen bin. Und jetzt wird es langsam spannend und Pavel den Arsch, den versohle ich den hinter der kriegt so eine auf die Fresse. Genauso wie der eine General da. Da gehen wir beide auf den Sack. Und von Pavel, der mich verraten hat, der sowieso. Das lässt man nicht durchgehen. Da muss man uns auf jeden Fall irgendwie rächen. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Rubin BK.